In diesem Video kriegst du von mir die Möglichkeit, mal dein ganzes Wissen, das du bisher so angesammelt hast, oder zumindest einige Teile davon, auch anzuwenden. Und es geht natürlich auch um Federn, aber auch noch um ein paar andere Sachen. Ich zeige dir erstmal die Aufgabe. Die sieht nämlich folgendermaßen aus. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, habe ich mir überlegt, machen wir mal was Neues. Das ist eine Eisfläche. Das ist natürlich an sich noch nicht neu, aber diese Eisfläche hat ein Eislooping drin. Okay, das ist natürlich ein unwahrscheinlich unschöner Kreis. Aber stell dir vor, dieser Looping wäre rund, so wie ein Looping halt nun mal ist. Und ganz am Anfang, also hier, haben wir eine Feder. Die ist schon zusammengedrückt worden. Und davor gespannt ist ein Block aus Eis. Ich nehme natürlich jetzt wieder alles aus Eis, damit wir die Reibung wieder vernachlässigen können. Und ich gebe dir noch ein paar Zahlen dazu. Also dieser Block aus Eis hier zum Beispiel, der wiegt, sagen wir 4 Kilogramm. Und die Federkonstante nehmen wir mal, haben wir ausprobiert in einem anderen Experiment schon und haben ausgerechnet, dass sie 10 ist. Und das hier ist ja eigentlich ein Kreis. Ach, lass mich den nochmal eben neu zeichnen. Der sieht wirklich überhaupt nicht schön aus. Also, ich gebe nochmal mein Bestes, hier nochmal einen vernünftigen Looping hinzuzeichnen. So. Ja, guck mal, das geht doch schon ein bisschen besser. Also, es ist ja ein Kreis und der hat einen Radius, sagen wir mal, von einem Meter. Machen wir das Ganze mal ein bisschen einfacher. Mit leichten Zahlen. So, und die Frage ist jetzt, wie weit muss man diese Feder hier zusammendrücken, damit die den Block aus Eis hier genug beschleunigt, damit er den Looping hier auch schafft. Also wenn die Feder jetzt hier im Ruhezustand wäre, dann wäre sie zum Beispiel, ich weiß nicht, zum Beispiel hier. Und diese Strecke hier ist ja die Strecke, um die du diese Feder hier zusammendrücken musst. Und wenn du loslässt, kannst du dir vorstellen, dann wird dieser Blocker hier losbeschleunigen und geht hier einmal, hoffentlich, durch diesen Looping durch, wenn du die Feder weit genug zusammengedrückt hast. Und ich gebe dir jetzt wieder ganz kurz Zeit, darüber nachzudenken, wie du das Problem so angehen würdest. Mach am besten kurz Pause. Und danach erkläre ich dir, wie ich das Problem angehen würde. Und zeige dir auch dann meinen Lösungsweg, den ich für ganz sinnvoll gehalten habe. Okay. Also erstmal muss man ja immer überlegen, oder finde ich es immer ganz sinnvoll zu überlegen, wie weit kann ich die Aufgabenstellung eigentlich vereinfachen? Also was will ich eigentlich wirklich wissen? Ich würde behaupten, der einzig interessante Punkt in diesem ganzen Gebilde oder auf dem ganzen Weg von dem Eisblock ist ja der Punkt hier in der Mitte ganz oben. Weil das ist ja der Punkt, wenn der Eisblock bis dahin gekommen ist und diesen Punkt auch überwindet, dann wird er von hier aus ja nur noch nach unten beschleunigt. Das heißt, da gibt es ja dann nichts mehr, was er schaffen muss sozusagen. Das heißt, er muss wirklich nur bis hier oben kommen und den Punkt auch noch überwinden. Und deswegen brauchen wir uns eigentlich nur den Punkt hier oben angucken, an dem er natürlich unter anderem auch nach unten gezogen wird. Das können wir schon mal einzeichnen. Das ist ja intuitiv wahrscheinlich recht einfach erklärlich. Und das ist die eine Sache, die mir jetzt auf jeden Fall sofort in den Kopf kommt. Und wenn er da oben ist, der Block aus Eis, dann wird er definitiv irgendeine Geschwindigkeit haben, die tangential an diesem Kreis ist. Oder zu diesem Kreis ist, diese Geschwindigkeit hier. Also das wäre der Geschwindigkeitsvektor von dem Block aus Eis, wenn er hier oben ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie schnell muss er an diesem Punkt hier oben eigentlich sein, um nicht runterzufallen? Und wenn wir das wissen, dann haben wir im Endeffekt auch herausgefunden, wie weit wir die Feder zusammendrücken müssen. Also, das Ganze sieht natürlich jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich kompliziert aus. Und du denkst dir bestimmt, boah, keine Ahnung, wie soll ich das lösen? Also klar, der wird hier vorne beschleunigt, aber dann wird er ja hier immer mit ganz unterschiedlichen Werten wieder entschleunigt oder abgebremst und dann hier wird er halt wieder beschleunigt. Aber in der Physik ist es oft so, dass wenn dir ein Problem unwahrscheinlich schwer erscheint, dann liegt das häufig nur daran, dass du auch sozusagen auf eine schwere Art und Weise denkst. Und es gibt oft auch eine relativ einfache Weise. Und die hat oft damit zu tun, dass man sich die Energie anguckt und generell den Energieerhaltungssatz. Was besagt der Energieerhaltungssatz eigentlich nochmal? Genau. Und wenn die Energie an jedem Punkt des Systems gleich groß ist, dann ist sie natürlich unter anderem hier am Anfang genauso groß wie hier oben an dem Punkt. Und das machen wir uns jetzt einfach zunutze. Also schauen wir doch erstmal, wie groß ist die Energie hier vorne. Hier vorne ist in dem System ja nur potenzielle Energie
die in diese Feder hier reingesteckt wird, weil wir die Arbeit verrichten und diese Feder zusammendrücken. Das hatten wir im letzten Video ja schon ausgerechnet. Also ich nenne das jetzt mal potenzielle Energie am Anfang. Also potenzielle Energie am Anfang. Und hier oben schreibe ich mal die Berechnung dazu hin. Und wir hatten im letzten Video gesehen, die lässt sich berechnen mit 1/2 mal x², also dieses x hier unten, mal die Federkonstante. Und das können wir ja schon mal minimal ausrechnen. Das ist also 10 für die Federkonstante, macht also 5x². 5. Und hier noch ein, na, das ist die falsche Farbe. 5x². Okay, das ist also die gesamte Energie, die hier in dieses System reingesteckt wird. Wenn dieser Block jetzt hier beschleunigt und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir keine Reibung haben, also wird keine Energie in Hitze oder ähnliches umgewandelt, müssen wir nur noch gucken, welche Energie oder welche Energien hat denn der Block, wenn er hier oben ist. Und da würde ich ja prinzipiell behaupten, wenn er wird definitiv eine Geschwindigkeit haben hier oben, das hatten wir schon gesagt. Oder sagen wir mal so, wir hoffen, dass er eine Geschwindigkeit hat, weil sonst schafft er den Looping ja nicht. Also, wenn ein Objekt eine Geschwindigkeit hat, hat es definitiv auch kinetische Energie. Das nenne ich jetzt mal KE. Und der Block ist ja in einer gewissen Höhe über dem, ich nenne ihn mal den Nullpunkt hier sozusagen. Das heißt, er hat auch eine gewisse Höhenenergie oder eine potenzielle Energie. Also, er hat auch eine potenzielle Energie und ich nenne ihn mal potenzielle Energie L. L für Looping. Und wie berechnen wir die jetzt? Also die kinetische, oder machen wir also die potenzielle, ich denke, das ist leichter. Die potenzielle Energie im Looping können wir so berechnen, wie wir das generell berechnen würden. Potenzielle Energie ist die Masse des Objekts mal die Höhe, in der sich das Objekt befindet, mal die Fallbeschleunigung. Und ich habe mal ein kleines E dran. Wir sind auf der Erde. Also können wir das ja gleich ausrechnen. Die Masse, ich versuche mal die Farben beizubehalten, ist 4 Kilogramm. Und die Höhe, jetzt wird es nochmal kurz interessant, kurz drüber nachgedacht. Wenn der Radius von dem Kreis bis hierhin 1 Meter ist, dann muss er nochmal 1 Meter höher, um auch dahin zu kommen. Das heißt, dieser ganze Abstand von oben, von dem Looping bis hier unten, das müssen dann natürlich 2 Meter sein. Also zweimal der Radius, im Endeffekt der Durchmesser des Kreises hier. Also ist die Höhe 2 Meter. Und G auf der Erde kennen wir ja, das ist 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Um die Rechnung ein bisschen zu vereinfachen, lasse ich mal das G stehen. Dann kannst du dir auch immer angucken oder dann kann man sich immer besser in Perspektive setzen, wie stark die Kraft gerade ist oder wie groß die Energie ist, die in diesem System drinsteckt. Erkläre ich dir gleich nochmal. Also 4 mal 2 ist 8. Also haben wir hier 8G. Das heißt, es ist 8 mal so viel, es wirkt 8 mal so viel Kraft da auf dieses Objekt, wenn es hier oben ist, als wenn es hier unten wäre. Also 8 mal so viel, wie du es spürst, wie die Erde auf dich wirkt, sozusagen, wenn du dich genau auf dem Nullniveau befinden würdest. So, und dann müssen wir noch die kinetische Energie ausrechnen. Und das wird wieder ein bisschen tricky, aber das kriegen wir auch hin, denke ich. Also, die generelle Formel für kinetische Energie ist ja 1/2 m mal v². Die Masse kennen wir, aber die Geschwindigkeit kennen wir noch nicht. Aber wir wissen das Folgende. Wenn der Block aus Eis hier oben ist, dann gibt es ja wie gesagt eine Kraft, die hier gerade nach unten wirkt. Und das ist auf jeden Fall die falsche Farbe. Die Kraft, die hier nach unten zieht, ist die Gravitationskraft. Und die Gravitationskraft ist in dem Fall ja auch die einzige Kraft, die als Zentripedalkraft wirkt, also die als diese die Kraft wirkt, die das Objekt, in dem Fall den Block aus Eis, in die Mitte des Kreises zieht. Das ist ja, die Zentripetalkraft ist immer die Kraft, die das Objekt in die Mitte der Kreisbahn zieht. Und an diesem Punkt hier oben, und auch wirklich nur an diesem Punkt hier oben, ist das ja exakt, muss die exakt genauso groß sein wie die Gravitationskraft, weil es gibt ja keine andere Komponente, die gerade nach unten zeigen würde, direkt in den Mittelpunkt des Kreises. Das heißt, wir wissen, dass die Gravitationskraft genauso groß sein muss wie die Kraft aufgrund der, also die Zentripetalkraft. Was im Endeffekt ja genauso viel bedeutet, da wir für beides ja die gleiche Masse einsetzen würden, dass auch die Gravitationsbeschleunigung, also die Beschleunigung für diese Kraft, die gleiche ist wie die Beschleunigung für diese Kraft hier, also die Beschleunigung aufgrund der Zentripetalkraft. Und diese hier, die lässt sich ja berechnen mit V² durch R. Und jetzt siehst du schon, wird das Ganze wieder ein bisschen einfacher. R kennen wir schon, R ist 1 Meter.
Das heißt, wir können hier einfach das R rausstreichen und hier V² hinschreiben. Und dann brauchen wir gar nicht mehr umstellen, weil das Ganze im Endeffekt jetzt ja so viel aussagt wie, ich nehme dieses G hier und dieses AZ, also die Beschleunigung aufgrund der Zentripetalkraft, ersetze ich einfach durch V². Und ja, jetzt könnten wir natürlich noch die Wurzel ziehen, aber da wir für unsere Formel hier oben ja sowieso V² brauchen, können wir ja dieses G einfach auch da oben einsetzen. Also wissen wir, dass die kinetische Energie nur an diesem Punkt hier oben genau 1/2 mal die Masse mal G ist. Und das können wir ja ausrechnen. Die Masse kennen wir, die ist 4 Kilogramm. Also kommt da 1/2 mal 4 ist 2. Und das G nehmen wir einfach wieder so mit. Also haben wir insgesamt an Energie, die hier oben auf das System wirkt, oder die in dem System drinsteckt natürlich, das macht mehr Sinn, sind das 2G plus 8G, macht also 10G. Und immer nicht vergessen, dieses G ist einfach nur eine Zahl. Wir schreiben dafür jetzt einfach nur einen Buchstaben hin, aber eigentlich steht hier jedes Mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und diese 10G ist also das, ist die gesamte Energie, die in dem System an diesem Punkt hier drin steckt. Und, wie wir vorhin schon kurz gesagt hatten, aufgrund des Energieerhaltungssatzes ist das natürlich auch die Energie, die an jedem Punkt in diesem System steckt. Das heißt vor allem auch hier gerade ganz am Anfang. Das heißt, wir können diese 10G auch gleichsetzen mit der Energie, die ganz am Anfang in dem System ist, also mit diesem 5x². Ist also gleich 5 mal x². Ja, und das können wir ziemlich leicht auflösen. Wir rechnen einmal durch 5. Dann haben wir jetzt noch 2g stehen mal x². Ich versuche die Farben mal gleich wieder beizubehalten. Mal mit grün mal x². Und dann ziehen wir noch die Wurzel. Also kommt daraus x ist gleich Wurzel aus 2g. So, jetzt können wir das ja einmal schon mal überschlagen. Wurzel aus 2 ist 1,4 ungefähr. Ich mache mal kein Ist-Gleichzeichen, sondern ein Rundungszeichen. Ist 1,4 und G ist ja 9,81, also ungefähr 9. Also müsste die Wurzel daraus ungefähr 3,1 sein, sage ich mal. Wenn wir das jetzt nochmal runden, dann ist es 1,5 mal 3. Es müsste also ungefähr 4,5 Meter sein, die da rauskommen. Okay, ich guck mal eben nochmal mit dem Taschenrechner, was der sagt. Also wir haben 9,81 und daraus wollen wir die zweite Wurzel ziehen. 3,13, okay, bin ich ja richtig dran gewesen. Und das Ganze nochmal mal die zweite Wurzel aus 2. 4,43, ja, sind wir doch ganz dicht dran gewesen. Also 4,43 Meter. Das heißt, dieses x hier unten, ich nehme nochmal die richtige Farbe dafür, wenn du die Feder also um 4,43 Meter mindestens nach hinten also zusammenstauchst und dann loslässt, dann wird die Feder den Block aus Eis hier genug beschleunigen, dass er einmal diesen Looping hier schafft und dann hier hinten sich immer weiter bewegen wird.